Es würde mich freuen, wenn ihr mir auf Telegram folgt. Dort gibt es auch ein Gewinnspiel, bei dem ich 420 Euro und 10 Projektor 3000 verlose. Manchmal muss ich alle meine Videos oder ein paar Videos auf YouTube auf privat stellen oder löschen. Meine Videos sind jetzt auch auf odyssey.com. Wenn ihr dort nach OpenMind 3000 sucht, findet ihr da Uploads von allen meinen Kabellen. Also, wenn es nochmal wie letzte Woche vorkommt, dass ihr ein oder mehrere Videos hier nicht findet, könnt ihr diese dort schauen. Dengel, 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 beinhart wie ein Rogger, beinhart wie ein Schogger, beinhart wie ein... Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich genau dieses Video hier einmal pro Jahr mache. Bitte lass es das Letzte sein. Allah. Wir haben hier ein Zensurproblem auf YouTube. YouTube löscht links und rechts Kanäle oder droht diese zu löschen. Der YouTuber Mimi mit fast 1 Million Abonnenten wurde gelöscht, ohne dass er den Grund dafür weiß. Der Aufklärungs-YouTuber 61 Minuten 6 wurde wegen nur einem Video gelöscht. Der Informatikkanal Semper Video wurde gelöscht, ist zwar inzwischen wieder da, aber droht auch erneut gelöscht zu werden. Der YouTuber ABK braucht auch nur noch einen weiteren Strike, dass sein Kanal gelöscht wird, weil der Drogen-YouTuber Rauschkunde gerade alles auf privat hat, denke ich auch, dass sein Kanal kurz vor der Löschung ist und das alles in diesem Monat und es gibt noch viele weitere YouTuber inklusive mir, die von dieser Zensur betroffen sind. Ich höre die Leute jetzt schon tippen, aber YouTube ist ein privates Unternehmen, die dürfen machen, was sie wollen, das hat nichts mit Zensur zu tun. Es ist echt schade, wie viele Leute diese Falschinformationen verbreiten. Zum einen verwende ich bewusst das Wort Zensur, um dem Ganzen die nötige Gravitas zu verleihen. Wie soll ich es denn sonst nennen? Danny Klose? Dass Zensur vom Staat kommen muss, ist nicht zwingend in der Definition enthalten. Zensur ist der Versuch der Kontrolle von Informationen. Das macht YouTube hier eindeutig. Häufig wird auch im Zusammenhang mit dem C-Wort hier sehr viel zensiert. Allein die Tatsache, dass ich hier C-Wort sagen muss und nicht das eigentliche Wort, ist schon sehr aussagekräftig. Besonders weil YouTube eine Art Monopol hat, darf YouTube juristisch gesehen im Groben eigentlich keine Videos wegsperren, die zu 100% von der Meinungsfreiheit abgedeckt sind. Wenn ihr dazu mehr hören wollt, empfehle ich das Interview mit einem Anwalt auf dem Kanal von Adlerson, dessen Kanal gelöscht wurde und durch eine Klage wieder reaktiviert wurde. Aufgrund der jüngsten Zensurwelle musste ich kurzzeitig fast alle Videos runternehmen. Allein diesen Monat habe ich 4 absolut lächerliche und nachvollziehbare Strikes erhalten. Besonders die, die meinen Kabal nicht mögen, werden sich da denken, der macht ja Videos über Drogen, ist doch klar, dass YouTube da seinen Kabal löschen will. Aber wenn ich euch jetzt sage, für welche Videos ich diese Strikes bekommen habe, werdet ihr bestimmt zustimmen, dass diese nicht fair waren. Die ersten beiden Strikes waren auf dem Kabal Open Mind Trompete für Videos, wo ich einfach nur auf die Drogendokus von Tomatolix reagiere. Videos, auf die jeder YouTuber reagiert hat, von Unge bis KuchenTV, aber meine Videos sind die einzigen, die gegen die Richtlinien verstoßen. Kurz darauf bekomme ich einen Strike für ein Video, in dem ich mich über die Anti-Drogen-Kampagne von Scientology lustig gemacht habe. Und dann letzte Woche noch ein Strike für ein Video von 2014, das mindestens seit 2015 auf privat gestellt ist, indem ich einfach nur erkläre, wie man Reinheits- und Substanztests verwendet. Und die Beschwerden, die man gegen diese Strikes einreichen kann, wurden auch direkt alle abgelehnt. Die Strikes wurden dann letztendlich doch zurückgezogen und YouTube gab mir recht, nachdem ich bei YouTube übelst rumgenervt habe, dass das doch nicht sein kann. Ich gehe davon aus, dass das alles von einer künstlichen Intelligenz gemacht wird, die ab und zu justiert wird und bei manchen Justierungen fallen plötzlich tausende Videos in das Kreuzfeuer dieser AI und werden gelöscht, obwohl ein denkender Mensch in den meisten Fällen niemals so eine Entscheidung getroffen hätte. Wie ein weiser Mann einst sagte, ist zurzeit Telegram einer der wenigen Plattformen, wo das Ganze noch liberal genug ist. Um die Chance zu erhöhen, dass ihr mir da folgt, verlose ich unter allen Telegram-Followern einmal 420 Euro und 10 mal einen OpenMind Projektor 3000. Das Gewinnspiel geht bis zum 1. März. Ich hatte Telegram schon lange vor diesen ganzen Spinnern und außerdem ist Telegram von den Features her der mit Abstand geilste Messenger, besonders weil man Sprachnachrichten in doppelter Geschwindigkeit hören kann. Wenn ihr in Zukunft Geld damit verdienen wollt, meine Videos zu schauen, schaut sie von nun an auf odyssey.com.
Da kann man Geld verdienen, indem man Videos schaut, und zwar in der Kryptowährung der Plattform, die man dann gegen Euros austauschen kann oder behalten kann, in der Hoffnung, dass der Kurs steigt. Und an alle YouTuber, die das Video gerade schauen, wenn ihr da euren YouTube-Account mit Odyssey synchronisiert, bekommt ihr da schon Kryptokohle dafür. Allein aus Solidarität zu den ganzen zensierten YouTubern wäre es eine gute Tat, dort die Videos hochzuladen. Weil das Problem mit diesen YouTube-Alternativen ist, dass die User da nicht hinwechseln, weil dort ihre Creator nicht sind. Daher ladet da auch euren Stuff hoch, wenn ihr Creator seid, damit es für YouTuber mit YouTube-Problemen wie Mimi, IBK, Rauschkunde, Adlerson, Sempervideo, 61 Minuten 6 etc. immer mehr eine lukrative Option sein wird, dahin zu wechseln, wenn YouTube gerade Stress macht. Ihr müsst da eure Accounts nur einmal sinken und schon werden da automatisch alle YouTube-Videos hochgeladen, auch wenn ihr neue Videos hochladet. Die Plattform ist echt Win-Win-Win. Die YouTuber bekommen Geld, die Zuschauer bekommen Geld und wenn da mehr Creator hochladen, wird es vielleicht mal eine ernstzunehmende Alternative zu YouTube, besonders im Vergleich zu Plattformen wie DTube, welche aus meiner Sicht eine ziemliche Zumutung waren. Oder auch noch sind, die Plattform gibt es ja noch. An dieser Stelle auch mal fetten Respekt an die Entwickler von Odyssey. Die Seite ist echt übel solide gemacht und man fühlt sich da richtig wohl auf der Seite. Und es fehlt da nur noch der Content. Wenn ihr nicht nur ein Open Mind habt, sondern auch ein Open Mind 3000, dann abonniert mich auf Telegram und Odyssey.